Und weiter geht's mit Let's Play Total War Warhammer 2. Ja, wir haben uns schon ordentlich durchgemäht. Wir sind immer noch nicht fertig und Megan Fox kann ein Level-Up haben. Ja, die Zeitkrümmung war ganz nett. Die könnten wir auf Stufe 1 jetzt sogar nochmal günstiger machen. Ist durchaus ganz nett, den Nahkampfangriff nochmal zu buffen. Oh, die Energiereserve an sich zu erhöhen ist aber auch nicht schlecht. Und dann solche Späße. Oh, gerade, dass er die Regeneration dazu bekommt, ist auch etwas, was ich gerne hätte. Ah, meine Güte, du hast eine Menge Zeug, das ich gerne hätte. Erhöhen wir erstmal die Energiereserve. Ein bisschen mehr zaubern zu können, ist immer gut für dich. Und ansonsten können wir jetzt eigentlich erstmal wieder die Runde beenden. Sehr viel mehr ist da gerade nicht drin. Oder können wir hier noch irgendwas Besonderes machen jetzt? Sind hier irgendwo noch Feinde entstanden? Also Agenten, die ich meucheln will, nicht. Aber hier haben wir eine ganze Menge Ansammlungen. Na, was ist jetzt wichtiger, die Kelten an sich zu meucheln oder den im Kampf dabei zu haben? Da wären wir wieder an dem Punkt, ne? Die sind allesamt gerade auf Verstärkungskurs. Die Attentate hätten eine gute Chance. So eine Todeshexe loszuwerden oder eine Zauberin? Ich versuch's mal. Erfolg. Ich warte immer noch auf meine Verstärkung. Jetzt muss ich mal jemand anderen noch fragen. Die Zwerge, vielleicht kommt die ja zur Hilfe. Irgendjemand. Ich brauche doch nur irgendjemanden. Kriegskorn, ja, sonst ziemlich. Ihr seid nicht im Krieg mit denen. Und was kann der Dowie für dich an diesem feinen Tag? Bluthain-Zirkel, ihr mögt die doch gar nicht. Was ist, wenn ich euch Geld gebe? Geld habe ich jetzt gerade genug. Sag mal, echt? Echt? Einfach nur so aus Interesse? Nee, immer noch niedrig. Oh, das ist doof. Doof. Ihr sollt ja eigentlich immer noch angreifen, aber ja, ist in Ordnung. Es hieß ja Armee ist in Bewegung. Wahrscheinlich ist es hier Teclis, oder? Das ist natürlich persönlich, der jetzt kommt. Aber bis der mal da ist mit seinen Truppen. Ja, gut. Gut, jede Menge Seegarde dabei, die Balliste, jede Menge Helden. Warum auch immer der so viele Lehrmeister von Hoheit braucht. Und zweimal die Schwertmeister, ja, das kann schon ein bisschen was anrichten, so ist es nicht. Achso, du bist das. Mir überlegen, ob ich den Ehrwürdiges gebe. Dein Geschossschaden wird. Ja, aber dann habe ich meine einzige Artillerie in der Armee. Gut, das ist eh eine Sturmarmee. Schon alleine an den Kroxigoren, aber. Ja, es ist eh eine Sturmarmee, ne? Ich könnte dir genauso gut einen ehrwürdigen Stegadon geben. Und hat sogar noch 15 Punkte übrig. Ich kann den noch ziemlich heftig zum Kämpfer machen. Der hält auch ein bisschen mehr aus. Aber wie gesagt, meine Armee hier ist eh nicht auf Artilleriekampf aus, die ich hier habe. Ah doch, wir haben einen Sonnenmaschinen-Bastilladung dabei. Jetzt hast du ja derzeit das mit der Balliste draufgeschraubt, ne? Was bedeutet, du hättest ziemlich gute Präzisionsschüsse. Der könnte damit ziemlich Kommandanten wegsnipern und so Zeug. Vor allem mit dem erhöhten Geschossschaden, den er jetzt sowieso noch gebufft hat. Aber ich glaube, im Nahkampf wäre der fast wichtiger. Ich gebe ihm das Ehrwürdige. Oh, ich habe gerade irgendwas freigeschaltet. Irgendwas Exotisches. Da unten der Lehrmeister ist auch gerade überall unterwegs, oder? Gut, sollen wir im Falle recht sein?
Die letzten Verteidiger, stimmt, ein bisschen Diplomatie können wir auch mal wieder machen. Bevor gleich weiter gemetzelt wird. Jetzt haben wir fast zu viele Kämpfe. Aber kann ja auch mal sein. Aber gut, wir haben zu viele Kämpfe nur mit einer derselben Armee, weil wir da einmal komplett durch die Chaos... durch die ganzen Invasionen jetzt durchwischen. Nur weil ich unbedingt auf den Knopf drücken musste, weil das so lecker ausgesehen hat. Oh, mal gucken, was der Knopf hier macht. Ja, genau, so in der Art. Hi. Da kommen sie schon wieder. Und natürlich habe ich jetzt meinen anderen Kommandanten nicht dabei. Ist doch doof. Habe ich mich so gefreut. Und er hat gefährliches Zeug wieder. Na ja, gut. Wir haben einen Mazda Mundi. Das ist ähnlich wie mit Wir haben einen Halt, ne? Was soll das? Schlagen wir die Schlacht. Der hat Ballisten. Das ist doof. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hätte jetzt gern meinen ehrwürdigen Stegadon dabei gehabt. Ach, der Mandi, 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 Mahatma Gandhi, Mandi, Mundi. Meine Chameleon-Skins muss ich auch noch austauschen. Am besten ging sowas wie ehrwürdige Stegadon und so oder so. Ihr habt ja Vorhutaufstellung, ne? Komm, wir können die Gegner gleich mal hier empfangen und ein bisschen beblasen. Glücksspiel. Hat sich gelohnt. Okay, wer auch immer hier kommt, kriegt gleich mal was ins Gesicht. Der kriegt einfach mal Gönnung. Dunkeldorn mit Schild, das muss jetzt unbedingt. Und auch noch Zauber. Also die Dunkeldorn mit Schild könnten ein bisschen eklig sein, wenn die sich jetzt zumindest umdrehen würden und zaubern würden. Die Eiszauberin kann ich bestimmt ein bisschen beballern. Effektiv. Genau, das meine ich. Ich sollte eigentlich gut Schaden bekommen, weil die hat nahezu keine Rüstung. Ich meine, guckt ihr euch an. Heiß. Ja, Leute, nicht so viel gaffen. Macht sie platt. Genau so. Gut, ist hier noch ein Zauber nebenbei. Wie bezaubernd. Boah, die geht ja wirklich runter wie Butter. Macht sie platt. B-L-A-T-T. Oh, mein Saurier hat auch gerade seinen Spaß. Ja, da, auf die Weise lässt sich natürlich leben. Komm, die macht jetzt noch restlich platt. Nicht von der Artillerie treffen lassen. Gut, das ist ein komischer Befehl, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, Mann. Jetzt kommen die blöden Saurier. Komm, schieß noch einmal. Schade. Wie beschissen lauft ihr gerade? Lauft doch einfach weg. Mann. Wow, 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 Leute. Die Hydra nervt ebenfalls. Komm, versucht nur mal wieder zurückzukommen. Der Sonnensaurier gibt ein bisschen sonnensaurische Deckung. Ach stimmt. Matsumundi reitet ja jetzt auch auf dem fetten Dino. Hat der irgendwas? Ja, das ist einfach ein schöner Dino. Alles klar. Es ist einfach ein Dino. Ich glaube, die Analyse ist abgeschlossen. So.
können wir dir geben. Unheilvolle Nachtwind, das ist schon nicht schlecht. Ich wünsche euch viel Spaß mit Kavallerie bei mir reinzukommen. Dritter Nachtkampfechsen. Die kriegen gerade auch ein bisschen aufs Maul noch von meinen Geschossen. Die haben sowieso nicht mehr sehr viel übrig. Hexenkriegerin. Na dann, viel Spaß wünsche ich. Hi, du da hinten. Lieber Manticore. Und wir singen im Manticore. So, ihr könnt gerne noch ein bisschen schießen. Soll euch gegönnt sein. So, wir bräuchten mal einen unheilvollen Nachtwind. Hier. Hier einen fetten Komet in die Henker rein. Dann die Verbannung. Die knall ich auch gleich noch mit hier rein. Okay, ich glaube, hier brauchen wir sie nicht mehr. Hier rein. Hydra ist so gut wie tot. Die haben sich auch verabschiedet. So, wer braucht gerade am ehesten Heilung? Hier. So, Mazda Mundi, du kannst mal mit rein in die Henke. Viel Spaß im Getümmel. Macht gleich noch einen Nahkampfangriffs-Debuff rein. Die Zerstörung von Städten. Ich weiß, die ist im Idealfall gut, um Gegner schon beim Anstürmen zu behindern, aber ich weiß, soll es in die Richtung nach vorne gehen, ne? Na gut, geht in random Richtungen, aber das war auch okay. Muss sagen, das war gut. So, du, Dino, schießt hier noch ein bisschen. Und ich brauche gleich noch ein bisschen mehr unheilvollen Nachtwind. Alter Falter, was hier drin ist. Ja, das könnte ein bisschen böse werden bei dem, was hier drin ist. Wir können den Kometen nochmal einsetzen. Oh, ja. Mach, das brauchen wir jetzt. Versuch die Stellung zu halten, die müssen da noch drinstehen. Genau. Da ging ein bisschen daneben, aber war immer noch okay genug. Boah, was die Gegner halt noch böllern, ist übel. Mir fehlt leider die Nahkampf... deswegen wird es gegen Elfen noch schlimmer wahrscheinlich. Mir fehlt leider die Fernkampfkraft oder an sich die Flankierungsmöglichkeiten, um den Gegner hier richtig mit den bei der Artillerie und bei den Fernkämpfen zu behindern. Hola, Skinx. Brauche ich mal. Ich möchte noch einen unheilvollen Nachtwind nochmal reinmachen. Was wir hier in der Schlachtformation da ein bisschen Schaden anrichten können. So. Weil diese Freunde hier müssen echt noch ein bisschen aushalten. Oh Mann, ich hoffe, dass der Les Blood Les Gore Mod irgendwann wieder kompatibel ist. Und ich meine, die ehrwürdigen Stegadons würden eigentlich auch schon reichen, um feindliche Nahkämpfer und Artillerie zu stürmen, ne? So, ihr hört euch die. Und du gehst jetzt mal auf die Artillerie. Die nervt mich noch mit am meisten. Verbannung. Komm, wir sind die Artillerie rein irgendwie. So, ihr helft hier hinten mit. Suhitsa!
Lalalala. Die ist zu schwer. Die schwarze Garde könnte noch ein paar Probleme machen, wenn ich den Nachtwind nochmal zaubern kann. Macht das auch nochmal viel aus. Die haben auch wirklich bis zum letzten hier ihre... Meter. Komm, ich kann doch zaubern. Mach. Ja, jetzt fliehen sie alle. Das war trotzdem ziemlich knapp, muss ich sagen. Ich meine, meine Saurus- und Kroxigor-Front funktioniert gut. Beziehungsweise meine Tempelwächter-Kroxigor-Front. Mir fehlt bloß irgendwas. Ja, das jetzt merke ich so richtig. Meine Armee fehlt etwas, um feindliche Fernkämpfer zu stürmen. Entweder ich nehme ein paar mehr von den Bestiladern. Also statt den Chameleons Kings, sind zwar ganz schön, jetzt um den Gegner mal schnell zu ambushen, aber statt den Chameleons Kings hätte ich vielleicht entweder mehr von den Bestiladern mit Sonnenmaschinen, um feindliche Fernkämpfer rauszusnipern die ganze Zeit während des Kampfes. Die haben aber nicht eine Artillerie-Reichweite. Ich bräuchte irgendwas, was schnell ist, um Artillerie auszukontern. Wie jetzt hier die schönen Schnitterspeerschleudern, die hier haben. Schön, in Anführungszeichen. Ula, Ula, Saurus Ula. Ja, legen. Ich könnte natürlich auch, ich meine, so ein Kamnosaurier und vielleicht ein paar erwürdige Stegadons oder sowas, um Kavallerie und Artillerie zu jagen. Ist schon eine Idee. Komm, den einen Schreckensfürst machen wir noch nieder. Monströse Infanterie ist super, um Gegner beim Platz zu halten. Und bei Laune zu halten quasi, feindlich Kommandant. Da haben wir noch einen erwischt. Und den zerhackstückt es jetzt auch wunderbar. Easy. Ja. Ich meine, Kavallerie ist immer noch das Beste. So was wie ich könnte natürlich auch eine Menge Gehirnte noch mitnehmen in dieser Armee. So, bei uns lebt aber noch alles und Alter, die Kroxigore haben übelst reingedroschen, die Tempelwächter haben ihre Arbeit gemacht, Mazdamundi hat wunderbar zaubern können, der Sonnenmaschinen-Saurier ist halt auch nicht ohne, da darf man nicht unterschätzen, was der auf die lange Zeit an Schaden macht mit seinem Laser. Ja, Truppen verstärken, würde ich sagen. Eine Schlacht nach der anderen haben wir hier. Bitte weitermachen. Nein, ernsthaft, bitte weitermachen. Ich dürfte nicht mal speichern. Wollte schon sagen, Spiel. Kein schlechter Zeitpunkt. Jetzt kam der echt spontan. Wo kam der Agent jetzt her? Und natürlich sind jetzt wieder, können sie sich wieder hier schön hinter ihrer Stadtgarnison verstecken. Das ist es halt, wenn die KI cheatet. Man kann mir doch nicht erzählen, dass die mit ihrer einen Bluthalle genug Einkommen rauspressen, um nahezu zwei komplette Armeen zu halten, beziehungsweise eine richtig vollständige Armee und die zweite Armee irgendwie aus 6 bis 8 oder bis zu 10 Helden bestehend. Also, was? Wo kriegen die denn unter? Vor allem, das sind doch einige sehr gute Einheiten dabei gewesen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die so viel Einkommen erzielen auf normale Wege. Die kriegen so viel Cheat-Bonus in den Hintern geschoben, das ist Wahnsinn. Deswegen hasse ich es eigentlich, auf hohen Schwierigkeitsgraden zu spielen, weil die Gegner einfach so viel cheaten können, anstatt einfach besser zu werden. Aber so ist es nun mal mit KI in Strategiespielen leider oft. Jetzt kommt der lässt mir auch keine Möglichkeit, mich zu erholen, aber ich kann vielleicht vorher ein bisschen Attentätern. Oh, fuck. Ah ne, der geht woanders hin. Ja gut, wenn die jetzt nicht gezielt angreifen, kriege ich die einzeln weggefrühstückt. Wir müssen nur weiter schnetzen. Vereint gegen uns Mung. Okay. It's a lot skink. It's a lot skink. Naja. Sind halt ziemlich viele, ne? 35%, weißt du was? Du gehst mal zurück. Verstärkungsrate erhöhen. Das ist ja gleich nochmal besser. Erholen wir uns gleich ein bisschen schneller. Wir warten immer noch auf den tollen Orden der Lehrmeister, dass der irgendwann mal ankommt.
Habe ich mich hier schnell wieder erholt. Oh Gott, ey, mit welcher Schlacht soll ich denn jetzt anfangen? Fataler für ja, super, danke schön. Mann. Also hier muss ich jetzt auf jeden Fall beim Monolith der Gefallenen meine Verstärkung vorschicken. Meine Hauptarmee hat nicht mehr so viel übrig. Aber keine der Schlachten kriege ich mehr in die heutige Folge rein. Ich meine, die sind relativ schnell erledigt, weil die hauptsächlich aus Chaosbarbaren bestehen und der Marco-Gipfel hat gut Verteidigung. Da sollte ich eigentlich gleich zurückschlagen. Ich kann da eigentlich sogar noch ein bisschen ausharren. Vielleicht kann ich mit ihm aufräumen. Da habe ich wenigstens jemanden, der dann noch Erfahrung sammelt. Weil jetzt einfach Ausfallschlacht zu machen ist zwar schön, ich kriege Geld dafür, aber mit meinem Kommandanten und so. Also Einheitenerfahrung und solche Späße. Da ist noch jede Menge drin eigentlich. Oh doch. Das kannst du mir aber glauben, mein Freund. Ah, sogar die Grenzreiterbogenschützen. Boah. Aber gut, ich würde mal sagen, ich bedanke mich erstmal soweit wieder fürs Zusehen. Und bei der nächsten Folge haben wir mindestens 3 Schlachten zu schlagen, wahrscheinlich noch eine 4. Plötzlich kommen sie alle. Ich glaube, wir fangen mit der Schlacht. Oder fangen wir mit der. Na, wir machen auf jeden Fall. Die 2 Schlachten machen wir mindestens. Mit denen mal gucken, je nachdem, wie es hinhaut. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.